Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, die geopolitische Lage ist ernst. Das bekommen wir jeden Tag eben dann per TV oder Internet serviert. Umso freudiger bin ich, dass Herr Macron die Wahl in Frankreich gewonnen hat. Europa wäre noch mehr zerfasert worden, wenn Madame Le Pen die Wahl gewonnen hätte. Und ein europäischer Flickenteppich hat keine Chance, auch wirtschaftlich, gegen die eng geknüpften Wirtschaftshegemone aus China und den USA, die uns so gerne haben, zum Fressen gern haben und uns gerne alle unsere wirtschaftlichen Potenziale abnehmen. So weit, so gut. Der schnelle Tod ist also für Europa noch mal verhindert worden, meine Damen und Herren. Es gibt aber auch den langsamen Tod, meine Damen und Herren. Was ist denn, wenn in 5 Jahren bei der nächsten Präsidentschaftswahl, wo Macron ja gar nicht mehr antreten kann, also einen gewissen Amtsbonus gar nicht mehr einbringen kann, wenn da die prekären Lebensumstände noch schlimmer werden und dann doch der eine oder andere Franzose sagt, naja, dann versuchen wir dann doch mal die Zuckerpuppe aus der rechten Gruppe. Schon bei der letzten Stichwahl haben 4 von 10 Franzosen Le Pen gewählt. Ein paar Prozentpunkte mehr hin und her und es ist passiert. Und dann haben wir den Salat, meine Damen und Herren. Das heißt, die nächsten Jahre müssen dann endlich mal genutzt werden. Und es darf es nicht so weit kommen, dass der Herr Macron sagt, Richtung Deutschland, sorgt bitte auch dafür, dass die letzten Stabilitätskriterien noch eliminiert werden, dass Marktwirtschaft gar keine Rolle mehr spielt, dass nur Staatswirtschaft eingeführt wird, weil man das den Franzosen nicht mehr verkaufen kann. Meine Damen und Herren, ich bin da sehr klar. Nicht die Anwendung von Stabilitätskriterien von Marktwirtschaft hat zu den Problemen geführt in Frankreich und auch in anderen Ländern, sondern deren Nichtanwendung, dieser Müßiggang, diese Politik von Politikern, die sagen, Wohlstandsmehrung geht auch auf die ganz bequeme Art vom Sofa aus, das funktioniert nicht. Das Leistungsprinzip funktioniert nur dann, wenn wir uns anstrengen. Das ist natürlich dann auch schwierig, aber das muss man seinen Wählern dann auch verkaufen, dass es nicht anders geht. Die Konkurrenz schläft eben nicht, ansonsten werden wir, ja, wie in der Bundesliga, immer weiter nach unten durchgereicht. Man ist dann noch in der ersten Bundesliga die erste Zeit, aber man nähert sich immer dem Tabellenende und dann ist eine Wohlstandsmehrung nicht mehr möglich. Und wenn ein Herr Macron, der in den letzten Jahren eine absolute Mehrheit im Parlament gehabt hat, nicht fähig ist, dann auch die ganz heißen Wirtschaftseisen anzupacken, die Bürokratie, Rentenversicherungen, ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Wer weiß, ob er im Juni, da haben wir ja die nächste Parlamentswahl, diese absolute Mehrheit behalten kann. Das wird ansonsten schwierig. Also ist es wichtig, dass man nach vorne schaut und guckt, dass man eben eine potenzialorientierte Wirtschaftspolitik macht. Die EZB ist nicht der Rettungsanker. Die EZB, wenn sie Staatsfinanzierung betreibt, ist das die Finanzierung von Müßiggang. Und Müßiggang führt immer dazu, dass man sich nicht mehr bewegt. Und eine staatsfinanzierte Geldpolitik oder eine Geldpolitik, die Staatsfinanzierung betreibt, ist nicht fähig, diese Wachstumspotenziale aufrechtzuerhalten. Da haben wir trotzdem Exodus von Unternehmen, haben trotzdem diese großen Probleme. Also müssen wir da ran und überlegen, was gemacht werden kann. Das heißt, der Binnenmarkt muss gestärkt werden. Aber bitte nicht durch die Gleichschaltung aller europäischen Sozialversicherungen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es kann nicht sein, dass einige Länder 7 Jahre früher in Rente gehen, als das in Deutschland der Fall ist. Das funktioniert nicht. Leistungsprinzip, klar erkennen, was man denn hier in Zukunft verkaufen will, um Europa zusammenzuhalten. Wenn man das nicht will, haben wir den schleichenden Tod. Den sollten wir verhindern, denn die reinen Nationalstaaten werden keine Chance mehr haben, in Zukunft gegen diese große Allmacht der Hegemone anzugehen. Meine Damen und Herren, Politiker in Europa könnten dafür sorgen, wirtschaftspolitisch, dass Europa zu einem Feinschmecker-Restaurant wird. Im Augenblick bekommen wir nur Pommes rot-weiß serviert. Es ist für viele Politiker wichtiger, in Talkshows gut rüberzukommen, gut geschminkt, tolle Kleidung, farblich abgestimmt. Meine Damen und Herren, vorne können die hässlichsten Politiker aller Zeiten sitzen in Europa. Wenn sie gute Politik machen, sind sie wunderhübsch. Ich bedanke mich. Glück auf, Robert Halber. Thank you.